Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Prüfen wir mal den Schreibtisch hier. Okay. Sophie, wir müssen von Richard zum Vulcanist. Es muss gerade wieder hier reinkommen, dieses Let's Play. Hubert, ist das Vulcanist von Fendel? War das ein richtiger Satz in meinen Ohren? Glaube nicht. Überall Dokumente. Ziemlich großer Schreibtisch. Irgendwo hier muss doch ein Hinweis zu finden sein. Da muss Kurt's Büro sein. Das muss Kurt's Büro sein. Hier wimmelt es nur so von Hinweisen auf ihn. Ach nein. Forschung willst du ja, weil. Haben einen jungen Jan. Unordentlich, ja. Büßer. Hä? Ah, stell das nächste hinter mir. Doch, Jeremy, ja. Es steht nirgends, wo es sich befindet. Nochmal. Ja, yippie, siehst du, mein Pascal-Supersensor hat das Signal aufgenommen. Ah, doch. Jetzt hier wieder. Is that? Here, let me look. Yep, that's it. It's the Falconus Creus. It's hidden in a glacier right outside the capital. What? That's just a stone's throw away. If the Falconus explodes, it will mean the end of Zavhurt. Someone's coming. Malik, is that you? Hello, Kurt. It's been a long time. As much as I'd love to catch up, this is hardly the time nor the place. We need to speak to you. It's important. Is it true that you're heading up the Vulcanus experiment? It is. And it's also true we're finally on the cusp of a vital breakthrough. If this experiment works, we'll be able to harvest Eleth at a phenomenal rate. The people of Fendel, all of them, will want for nothing. The revolution of 20 years past never died, old friend. It just took a different form. Mm-hmm. You have to stop the experiment, Kurt. The research you're using is flawed. If you extract too much Eleth, it'll initiate an unstoppable chain reaction and destroy the Vulcanus. This is Pascal. She's an Amarcian and an expert on the Vulcanus. She founded the original research upon which Fourier based her work. Your concerns are amusing, but unnecessary. The experiment will go forward as planned. What? Do you think me so foolish as to rely solely on the work of Miss Fourier? We've made extensive modifications to her research and accounted for every possible outcome. You have no cause for concern. But... My country is dying. If we halt the experiment, the plight of our citizens will become exponentially greater. We would be forced to invade neighboring countries, merely to survive. The border skirmishes of our recent past would quickly escalate into all-out war. When you say neighboring countries, do you mean Windor? We have nothing more to discuss. So that's it? You refuse to stop the experiment? Malik, out of respect for our past history together, if you leave now, I will give you time to escape. If not, I will summon the guards. You turned tail and ran once, Malik. I suggest you do so again. Kurt,
Damn you! Enough! You and I chose very different paths, old friend. This is mine. Okay. Well, at least we know where the Valkanus is. That's something. But Kurt refused to stop the experiment. He's fought a revolution all by himself for the last 20 years. Think of the strength that must have taken. I wish I could support him. You heard what he said, Pascal. Do you still think the experiment is dangerous? There's no safe way to extract Elith from that Valkanus. It's just way too unstable. I see. Captain Malik, we should go to the glacier and stop the experiment. We're the only ones who know the truth. It's our responsibility. Responsibility. When we next meet Kurt, we will almost certainly have to fight him. Are you prepared to do that? To fight my old friend. If we do this, it will bring the wrath of the entire Fendel Nation down upon us. And we are but six people. If you don't pull your weight in battle, it'll put all of us in danger. Kurt is still my friend, no matter what happens here. But I will do whatever it takes to stop him. I owe him that much. That's all I needed to hear. Shall we move onward? Okay. Ist schon ein bisschen episch. Volle Gruppe und ja, ich sehe das schon hier. Da wollen sie so ein paar Mitglieder so hier reinschleichen. Sophie, nee. Ja. Meine Gruppe soll so sein. Können die wieder rein? Aber nö. Nee. Denk mal, wir gehen jetzt einfach mal in die Stadt rein. Gucken uns hier noch kurz um. Es kann ja noch sein, dass hier irgendwo ein Geheimnis ist. Könnte man die Anfragen ansehen. Ja, wie hier zum Beispiel. Captain Malik, is there any chance we could find the leader of this country and ask him to stop the experiments? Chancellor Eigen would be the man you seek. He certainly has the power to stop it. But unfortunately for us, we didn't see Chancellor Eigen in Fendel Tower. Somebody in town said Eigen is watching the experiments personally and stuff. So if we're gonna convince him, we better crash that party. You may be right. If the Valkanus is in the glacial region, we should take the northeast exit out of town and hurry over there. Right. Okay. So. Kurz Anfragen ansehen. Ja, haben wir da nicht. Mixer aufladen. Josh. Und den Gasthausguss ausruhen. Kurz einmal strecken hier im LP. Tut gut. Boah. Aber nicht so doll strecken. So. Dann hier ein paar Sachen mal herstellen. Unsere Ausrüstung mal wieder aufwerten. Okay, die noch nicht. Ah, die Schütze haben wir nicht. Okay, Dornik ist, glaube ich, ganz gut. Na, geht. So, mal ganz schnell sehen. Dornik, famos, nee, hart, antik. Nein. Glänzend. Oh, was ein... Oh, Alter, was zur Hölle. Uiuiuiuiui. Neue Qualität hergestellt. Nicht schlecht. Okay, ich glaube, hier ist nichts Grünes, oder? Schwül, Dornig.
Wie war Solem denn nochmal? Solem? Ja. Ja, komm. Bekommst du hier. So. Ich habe noch ein paar Vitalscherben. Ich brauche immer wieder Vitalscherben. Das ist super. Scherben muss ja auch was Gutes bekommen hier. Bedestig ist. Na, 3-3. Nee. Nee, das ist nicht so gut für die. Tolerabel. 2-2. Noch schlechter hier. Gütig. Ja, ganz nett. Gemein. Ja, gemein ist ganz gut für sie. Sagt mir auf jeden Fall hier zu. So. Dann können wir die Kamille mit dem Pulver. Und gleich wieder Erspel geben. Kaltes Ei. Oh, können wir sogar 3 Stück mehr machen. Nee. Das war's? Mehr nicht. Dann Trauben. Oh, wie viel Trauben haben wir? Schön. Okay, da wollen wir nichts mehr machen. Wir sehen gerade unser Mix, unsere Karten aus. Was Neues? Ja, ein bisschen Lachs noch, komm. Ja. Können wir noch ein paar Sachen verkaufen, ne? Zum Beispiel das Ei. Ja, ordentlich. Das war's. Das war's. Oder warte mal. Die Steine. Ne, haben wir keine auch. Okay. Ja, und der Stein von Aspel, er ist schon auf O. Eigentlich recht ordentlich. Ja, gefällt mir. Auf jeden Fall. So, gucken wir uns noch ganz schnell so in die Stadt um. Geht eigentlich relativ fix. Wir gehen einfach mal so durch die Gänge hier. Gucken dann gleich mal in 2 Häuser rein und das war's eigentlich. Ich habe Angst, dass ich irgendwie was verpasse. Ja, ich habe eigentlich Angst, dass ich irgendwas so verpasse hier. Aha. Herzlichen Dank für den Sicherheitsausweis, Fernand. Wir brauchen ihn nicht mehr. Du kannst ihn alles zurückhaben. Ah, danke, Pascal. Aber du kannst ihn behalten, wenn du willst. Ich werde ihn nicht mehr brauchen. Wieso nicht? Weil mein Freund mir endlich einen Heiratsantrag gemacht hat. Siehst du, deswegen muss ich nicht mehr arbeiten. Stattdessen werde ich die beste Ehefrau aller Zeiten. Du meine Güte, das ist ja toll. Ich bin so glücklich, ich müsste allen mit meinem Glück anstecken. Wirklich? Ich nehme etwas davon. Oh, Pascal, überlegst du nun auch endlich, dir jemanden zu suchen? In Ordnung, ich werde dir etwas von meinem Glück abgeben. Psst, hey, Pascal, wer ist deiner Meinung nach der süßeste Kerl hier? Der süßeste Kerl? Oh, warte, sag nix, lass mich raten. Da hat man die Qual der Wahl. Der hier wirkt irgendwie geheimnisvoll. Das ist sehr sexy. Ein paar Geheimnisse machen einen Mann wirklich zu etwas Besonderem. Wenn er natürlich zu viele Geheimnisse hat, interessieren sich auch andere Frauen für ihn. Ich bevorzuge da jemanden mit, wie meinen Verlobten. Er ist nett, aber nicht allzu begehrt, weißt du? Meine Güte, dieser hier ist ganz schön jung. Und auch noch schüchtern. Jetzt bin ich schüchtern. Mir ist nur die lässerliche Wendung, die diese Unterhaltung genommen hat, unangenehm. Er kann seine Gefühle allerdings nicht so sonderlich gut ausdrücken. Er könnte gut zu dir passen, Pascal. Du könntest etwas in Ordnung in deinem Leben gut gebrauchen. Persönlich kann ja aufbrausende Männer nicht ausstehen. Sie müssen schon netter und aufmerksam sein, so wie mein Verlobter. Dann bleibt wohl nur noch du da drüben. Das reicht, Schwester. Das hier ist tabu. Ach ja, warum? Weil er
unhöflich ist, deshalb. Und stur, selbstsüchtig und total selbstvergessen. Und er hat einen schrecklichen Kleidungsstil. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass du ihn haben wollen würdest. Oh. Ich stehe direkt neben dir, Sharia. Tja, es gibt wohl keinen klaren Sieger. Aber Kopf hoch, Pascal. Ich bin sicher, dass du einen Tag jemanden findest, der gut aussieht, dir ergeben und charmant ist. Du weißt schon, wie mein Verlobter. Ach, keine Sorge, ich habe meine perfekte Person genau hier bereits gefunden. Was? Wen? Wo? Hier! Niemand bringt mein Herz so zum Pumpen wie sie. Stimmt, Sophie? Ja! Fass mich nicht an. Ihr habt wohl noch einen weiten Weg vor euch. Hey, ich nehme, was ich kriegen kann. Wie geil. Das war's? Ja, war eine coole Unterhaltung. Die hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu sehen. Aber ein Titel oder so hätte mich so irgendwie so mal so gefreut. Auf jeden Fall. Aber war lustig. Chavia, sie will wohl nicht so, dass jemand sich anderes so im Espel umguckt hier. Schon irgendwie süß. Hier ist immer noch nix. In diesem Raum muss doch irgendwas geben. Regt mich irgendwie auf. Warte mal, ich kann ja mal... Städte? Angefragte Objekte. Ich glaube nämlich... Stinktasche? Okay. Obstmesser. Feines Fell. Meerbrasse. Nö. Okay. Weil da kannst du halt immer mal so sehen, was ich so für die nächste Stadt brauche. Das ist eigentlich relativ nützlich, finde ich. So. Aber hier gibt's wohl nichts mehr. Gehen wir dann nach oben. Gletscherstraße. Okay, cool. Stimmt, das gab's hier noch. Künstlicher Kristall. Nicht schlecht. Ich habe wirklich sehr, sehr viel vergessen in diesem Game. Trauben. Sehr, sehr viel vergessen. Oh, ein Drache. Oh, mit denen lege ich mich an. Hat er Angst vor uns? Oh. Indignation? Alles gewonnen, Sharia. You're both too cool for win quotes? I'm a triplet? Of course. I am not your sister, Asbel. Einfach so geil. Oh, das Game ist so schön, ey. Es ist lustig, es hat schöne Emotionen. Ach, und die Charakter, die sind so liebevoll, alle. Okay, geht's dann hier schon weiter? Gletscherruine. Ah, die Ruine. Kurz Mixer laden. Ja, langsam wird das mit dem Mixer. Bemerke ich so. Künstlicher Kristallkörper mit Runenbluse zu Federrobe. Machen wir einfach mal. Einfach um einen neuen Gegenstand zu bekommen. Sonst irgendwie scharfe Kralle? Halskette? Okay. Sonst war's eigentlich. 19 Minuten. Ich beende mal den Part hier, weil das passt dann ganz gut eigentlich. Dann können wir im nächsten Part hier die Gletscherruine betreten. Ich sag euch da mal noch einen schönen Tag. Euer Nauamagi.